Glück auf und herzlich willkommen beim Schicht im Schacht Podcast, dem Podcast zum gleichnamigen Recruiting-Event im Ruhrgebiet. Mein Name ist Marcel Rütten. Und mein Name ist Robin Rohler. Und gemeinsam sprechen wir mit ausgewählten Gästen aus der deutschsprachigen HR- und Recruiting-Welt im Podcast Hub Berlin über Ideen, Innovationen und Trends im Recruiting. Hört rein oder diskutiert mit uns im Landschaftspark Duisburg-Nord, wenn es heißt, es ist Schicht im Schacht. Ja, herzlich willkommen in unserer neuen Folge vom Schicht im Schacht Podcast. Heute mit dem HR-Datenonkel. Er kennt den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Herzlich willkommen, Daniel Mühlbauer. Sagt man eigentlich Doktor-Datenonkel? Nee, ich führe das auch nicht im Personalausweis und so. Dieser Promotion ist etwas, auf das ich sehr stolz bin und dass ich auch wirklich einfach froh bin, dass ich das gemacht habe und dergleichen, auch sehr viel gelernt, aber es geht nicht so weit, dass es am Klingelschild steht und im Ausweis und so. Und so bin ich überall nur der Daniel. Wunderbar. Kannst du dich denn nochmal ein bisschen mehr vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Daniel Mühlbauer. Ich bin, wie ihr schon gesagt habt, begeisterter Fan von Daten im Kontext von Personalmanagement, aber auch von Technologie, moderner, intelligenter Technologie, die ja zumeist auf Daten basiert und beruht. Ich habe schon unterschiedlichste Stationen durchlaufen, habe ein Startup gegründet, bin dann ins Konzernumfeld als Projektmanager gegangen und bin jetzt bei der Siemens AG und dort im HR-IT, das heißt bei uns nur anders, weil wir HR den ganzen Bereich People in Organization nennen und deswegen ist es P&O-IT Solutions vor allem und ja, helfe damit, dass der gesamte Bereich des People-Management zunehmend digitalisiert wird in allen Unterfunktionen und dergleichen. Und das ist eine sehr spannende Aufgabe. Darüber hinaus bin ich Vater von zwei Kindern, spiele unheimlich gern PlayStation 5 und bin ansonsten sportinteressiert an unterschiedlichsten Sportarten, aber vor allem American Football und Handball. Und ich bin gebürtiger Ruhrpottler, das darf man ja nicht, das darf man auch nicht unterschlagen. Das passt ja auch mit Schicht im Schacht zusammen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall Dortmunder, gleich noch drauf. Ja. Ja, genau. Wenn du sagst, du bist sportinteressiert, heißt das, du guckst ja gerne Sport an, oder? Ja, ich gucke mir heute mehr Sport an, als ich selber mache, würde ich sagen. Aber ich versuche auch immer noch, also ich habe im Keller mein kleines Gym, wo auch meine Kinder ihre Kletterlandschaft haben. Und da versuchen wir parallel immer ein bisschen Sport zu machen, unterschiedlichster Form. Ich bin jetzt aber bin ja auch im Club Ü40 und da bin ich eher so im Bereich Bodyweight Training, Yoga, solche Sachen. Ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Laufen gehen, aber nicht mehr. Ich habe selber American Football früher gespielt und selber auch Handball gespielt. Das darf ich tatsächlich medizinisch auch nicht mehr heute. Mit meinen Schultern und meinen Gelenken. Sehr gut. Kommen wir nochmal zurück zu Siemens. Du sagtest, du bist da in dem Bereich zu unterstützen, dass die Gesamt- oder in allen Organisationsteilen sozusagen eine Infrastruktur geschaffen wird, da eben zukunftsfähig im Bereich People and Organization IT-mäßig aufzustellen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, im Grunde das, was andere Unternehmen HR-IT nennen, also die Schnittstelle zwischen IT und People Management herzustellen. Der Bereich, in dem ich tätig bin, ist verantwortlich für alle globalen auch Systeme, die wir im Einsatz haben und zur Pflege und für die Pflege verantwortlich dieser globalen Systemlandschaft auch. Rollouts werden begleitet, aber auch wenn neue Systeme ausgerollt werden oder Systeme vereinheitlicht werden, dann betreuen wir das auch. Und ja, so bleibe ich immer am Zahn der Zeit und es macht sehr viel Sinn, dass ich mich mit diesen Themen auch privat sehr gerne beschäftige, sodass ich irgendwie versuche, modern dran zu bleiben. Wie viel Innovationsgeist steckt noch in Siemens? Mehr als ich dachte, sage ich ganz ehrlich. Weil ich bin ja seit knapp über einem Jahr jetzt erst dabei und ich war vollkommen überrascht, wie innovativ dieses Unternehmen ist. Weil ich habe das häufig hier in München auch, ich lebe ja in der Nähe von München auch, da war der oder die Siemensianer, standen eher für konservative, vielleicht ein bisschen verstaubte Werte auch und so, ne, und Einstellungen. Also das ist jetzt so die Wahrnehmung, die ich vorher hatte. Und jetzt bin ich seit über einem Jahr dabei und ich komme gar nicht aus dem Staunen raus. Wenn mich jemand fragt, was das am besten beschreibt, ist tatsächlich, wir haben
mindestens einen Nerd für alles. Also völlig abgefahren. Egal um welches Thema es geht, du findest irgendwo in dieser Organisation einen, der das durchgespielt hat. Das ist wirklich völlig abgefahren. Wir haben eine eigene kleine Abteilung, die sich nur mit Ethical AI beschäftigt. Wir haben Kooperationen mit Universitäten, die dann auch kooperative Promotionen und dergleichen durchlaufen. So Quantum Computing. Ja, also wirklich, wirklich völlig abgefahrene Themen auch und technische Themen. Und dadurch wird dann natürlich auch dieser Innovationsgeist befördert. Und jetzt kürzlich, vielleicht das prominent platzierteste Thema, weil es auch mit dem Metaversum zusammenhängt, sind wir einer der stärksten Förderer dieses Industrial Metaverse, wo wir im Grunde versuchen, diese digitale Zwillingstechnologie, Digital Twin-Technologie, eben in den Kontext eines Metaversums zu bringen, wo man jetzt zum Beispiel, und ich bin ja nicht an der Frontlinie dieser Produkte, deswegen kenne ich mich nicht so gut aus, aber da schaffen wir es zum Beispiel eben, dass wir gemeinsam mit Partnern wie Nvidia die von echten Produkten digitale Zwillinge erschaffen können und dann zum Beispiel, wenn man jetzt Turbinen oder dergleichen testen will und innovieren will, dann muss man ja vielleicht verschiedene Tests durchlaufen im Rahmen des Innovations- und Verbesserungsprozesses und die muss man dann nicht mehr physisch durchlaufen, sondern die kann man virtuell durchlaufen und kann dann eben gucken, der neue MRT von Siemens Healthineers oder was auch immer, wie wirken sich bestimmte technologische Verbesserungen am Ende auf das Produkt aus, nur du musst das Produkt nicht echt gebaut haben unbedingt, sondern du kannst das komplett als virtuellen Prototypen managen und dort diese Verbesserung vorantreiben. Mhm. Jetzt ist Siemens eine relativ große Organisation. Korrekt. Was heißt relativ? Auch wahrscheinlich absolut. Ja. Wenn du jetzt runterbrichst auf deinen Arbeitsbereich, wie viel Sichtbares steckt dann letztlich in der HR-Arbeit oder dann im Zweifel sogar im Recruiting von deinem Wirken? Von meinem persönlichen Wirken, das Sichtbarste sind tatsächlich die Systeme, die wir einsetzen, an denen ich mitarbeite oder an deren Rollout ich mitarbeite. Da ich jetzt noch relativ kurz dabei bin, im Vergleich zu einer durchschnittlichen Siemens-Karriere, würde ich sagen, ist mein persönlicher Impact vor allem darin gegeben, dass ich mich um Themen im Hintergrund hinter diesen Technologien halt gekümmert habe oder dabei bin, mich darum zu kümmern. Da kann ich jetzt im Einzelnen nicht unbedingt ins Detail gehen, aber da geht es vor allem um Datenintegration, Datenströme, modernes Datenmanagement etc. Im Hintergrund. Und diesen Impact, also zu sehen, wenn die Daten zwischen den Systemen flüssig laufen und dann in unsere Analytics-Produkte gehen, das ist schon sehr erfüllend für jemanden wie mich, der halt auf sowas steht. Und das mag nicht jeden motivieren, aber ich finde das unheimlich spannend, wenn ich sowas sehe. Ja. Okay, das heißt, es geht für dich insbesondere darum, herauszufinden, was die Zielgruppen, für die dieses Tool dann letztlich eingeführt wird, am besten benötigen, wie sie auf bestimmte Veränderungen reagieren. Sowas. Kann man sich das so vorstellen? Absolut. Der gesamte Bereich der Digital Experience liegt zum Beispiel auch in unserem Bereich. Also die Betreuung der digitalen Erfahrung der Nutzerinnen und Nutzer unserer Tools. Auch Brüche zwischen diesen Tools zu vermeiden, ist ein großer Arbeitsbereich von uns. Wir haben schon ultra lange einen HR-Chatbot im Einsatz, den Karl. Und den eben auch über verschiedene Evolutionsstufen jetzt zum Beispiel in die Cloud zu führen, ne? Und vielleicht jetzt, das ist jetzt kein konkretes Projekt von uns, das kann ich ganz offen sagen, aber da interessiert uns natürlich schon auch so eine Technologie wie ChatGPT oder so, ob man das damit irgendwie verknüpfen kann und ob das einen Wert hat für den sowieso schon sehr smarten Chatbot, der vorwiegend im administrativen Bereich eingesetzt wird, wenn es um Dokumentenmanagement und dergleichen geht und um Wissensauffindung und Identifikation und so. Also ich habe den kürzlich genutzt, als ich alles rund um meine Elternzeit geregelt habe. Da habe ich eigentlich mit niemandem groß gesprochen, sondern da habe ich mit dem Karl gequatscht und habe das verschiedenen Oberflächen eingegeben und mich dann leiten lassen durch die Dokumente, die dafür notwendig sind etc. pp. Und die dann angeleitet, ausgefüllt und somit war das für mich relativ schnell erledigt. Und das liegt auch komplett bei uns und das ist vielleicht etwas, über das wir noch lauter reden könnten und sprechen könnten, auch in der Organisation, nicht nur außerhalb. Ich glaube, der war auch mal zu Gast bei einer Tech Night. Bin mir gerade nicht sicher, aber da war ich sogar parallel zu Gast. Da war die Sabine Rinsum. Wilhelm Rinser war dabei, die hat das vorgestellt. Und ich war parallel, glaube ich, mit einem
auch mit einem KI-MHR-Vortrag parallel in der gleichen Session im Werk 1 in München. Kann ich mich noch erinnern. Vielleicht nochmal eine Frage, Nachfrage zu deiner Tätigkeit, weil ich glaube, das unterschätzen gerade HRler häufig und HRlerinnen, ist das Thema, du hast es so schön gesagt, es macht dich glücklich sozusagen, wenn dann die Daten fließen, ist ein Riesenakt teilweise. Wir merken das ja auch immer wieder, wenn wir sozusagen Systeme zusammenführen, die ursprünglich nicht dafür gedacht waren, zusammengeführt zu werden oder keiner hat vorher dran gedacht, dann kann das schon mal in großer Arbeit ausarten, dass Daten tatsächlich mal so eben fließen. Und ich glaube, das ist häufig im Bewusstsein derer, die dann an der Oberfläche sitzen, gar nicht so klar ist, dass da ein riesen Maschinenraum hinterstehen könnte unter Umständen oder meistens mittlerweile steht. Wo einfach super viel Arbeit reinfließt, um Daten zu transformieren, etc., aufzubereiten, auch Qualität. Ne? Also welche Qualität haben überhaupt Daten, die ich da zusammenführe? Und daher finde ich auch ein hochgradig spannendes Feld. Das mündet auch in den Bereich der Data Governance dann, die wir natürlich im HR-Bereich vielleicht noch stärker oder genauso stark wie andere Bereiche, die mit personenbezogenen Daten teilweise arbeiten, natürlich auch berücksichtigen und beachten müssen. Und das hat dann wieder Mitbestimmungsimplikationen, die wir natürlich auch berücksichtigen und sehr kooperativ und in einem sehr guten Miteinander erledigen, wie ich das zumindest bisher erlebe. Und das finde ich super spannend, diesen Prozess auch dahinter eben vermitteln zu müssen, auch am Anfang valide, warum wir das machen mit diesen Daten und warum das sinnvoll ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wobei ich, also da schlagen zwei Herzen in mir. So das eine, natürlich das, was du sagst, wir müssen auf jeden Fall legitimieren, warum wir mit bestimmten Daten umgehen wollen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir immer denke, naja, jeder oder nahezu jeder gibt US- oder chinesischen Tech-Companies seine Informationen über Wearables, ja, übers Handy und so weiter, die viel weitreichender sind, als die meisten glauben, ja, oder als die meisten tatsächlich da noch wissen, haben aber ein Problem damit. Ich nehme jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Stell dir vor, du würdest deinem Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin fragen, kannst du mir bitte dein Gewicht nennen, damit ich einen optimalen Bürostuhl für dich bestellen kann? Ja? Dann würde der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Regel sagen, du hast ja wohl einen Vogel, ich werde dir ganz sicher nicht mein Gewicht nennen. Ja, auch wenn dahinter ein guter Zweck steht, nämlich ein passendes Möbilar zu kaufen. Genau, dreht sich um, macht die Alibaba-App auf. Ja, genau. Und, sie müssen ihr Gewicht eintragen. Ja. Zack. Absolut. Also wie passt das zusammen? Ich persönlich, also meine ganz persönliche Meinung, das ist jetzt nicht irgendwie eine Siemens-Meinung dazu oder so, sondern eine ganz persönliche Daniel-Meinung zu dem Thema. Auf irgendeine Art und Weise muss in dem einen Use Case die Nutzenvermittlung irgendwie besser funktionieren. Also irgendwas muss ja im Gegenwert den Personen, den Menschen als wichtiger, als sinnvoller etc. präsentiert sein, das ist die eine Erklärung, dass sie das gerne machen wollen. Beispiel, wenn ich meine Fitnesswatch, ich habe jetzt eher so ein von Garmin so ein Produkt meistens am Arm, wenn ich da eben alle möglichen Tracker anmache und dergleichen, dann weil dieses höhere Ziel des Fitbleibens, Fitwerdens, Fitterwerdens und dergleichen meine Bedenken offensichtlich ausreichend abwägt oder zunichte macht oder wie man das so sagen möchte, dass ich das freiwillig mache. In anderen Fällen ist es vielleicht, das ist das Zweite, was oft im privaten Bereich vorherrscht, was aber im Unternehmensbereich eben oft nicht vorherrscht und auch, finde ich, ein Stück weit zu Recht, diese soziale Statusverknüpfung. So ein TikTok, das greift ja um sich, weil Menschen sich darüber selbstdarstellerisch ja auch präsentieren können. Und irgendwo, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spreche mich nicht davon frei, dass das nicht auch auf meinen individuellen Narzissmus einträgt, wenn ich auf LinkedIn einen Post mache und das ganz gut funktioniert. Ja, da bin ich schon auch so, dass ich sage, oh Mensch, das ist ja schön, dass das Mitmenschen offensichtlich relevant finden, was ich da schreibe. Ja, und dieser Gegenwert gegen diesen sozialen Status, den ich mir da auf Social Media erarbeiten kann, dieser Wunsch danach ist ja eins der Grundbedürfnisse von Menschen, Wertschätzung, sozialer Status, soziale Anerkennung. Das scheint etwas ganz, ganz Großes zu sein, dass Menschen
privat zumindest dazu verleitet, da vielleicht eins oder sogar zwei Augen zuzumachen, im Falle von TikTok jetzt zum Beispiel. Kann es nicht auch sozialer Status sein, den besten Bürostuhl zu haben von allen? Also einfach, weil man seine Daten hergegeben hat? Das kann gut sein, aber die Frage ist halt immer, vielleicht liegt es dann auch noch in der Anonymität. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich übersehen habe, der jetzt erst durch deine Frage aufkam. Deine Geschäftsführung ist nicht so anonym wie das Unternehmen TikTok. Das Unternehmen TikTok ist in irgendeiner Weise ein Konglomerat und dann ist das eine ganz weit weg irgendeine Regierung, die vielleicht oder vielleicht auch nicht darauf Zugriff hat oder sehr wahrscheinlich, wenn ihr mich persönlich fragt, aber ich würde sogar sagen sehr sicher, nicht nur sehr wahrscheinlich. Und das ist trotzdem, das ist kein personifizierter Akteur. In dem anderen Fall ist das, wie in deinem Unternehmen dann zum Beispiel, wäre das dann der Marcel, der diese Daten sieht. Oder vielleicht bin ich daran beteiligt und dann ist das der Daniel, der diese Daten sieht. Ja, und den kennt man, den sieht man in der Cafeteria und der läuft da rum irgendwie und das ist dann doch irgendwie eine andere Form von Privatheit, die Privatheitsempfinden. Das ist realistisch gesehen keine andere Form von Privatheit, aber ein Privatheitsempfinden. Das kann noch ein sehr starker Mechanismus sein. Ja, kann man sagen, dass die, spitze jetzt mal zu, dass die Gen Z einfach gleichgültiger mit persönlichen Daten umgeht? Kann man das pauschalisieren, die Gen Z? Das kann man schon mal gar nicht, aber das ist ein anderes Thema, weil es diese Generationennummer einfach nicht gibt, zumindest nicht nach Datenlage und nach Beurteilung von Daten. Das ist ein absoluter Hype, der nur dazu hilft, irgendwie was zu verkaufen. Aber ganz grundsätzlich würde ich jetzt nicht pauschalisieren wollen, dass Menschen über die Zeit der Technologisierung unsensibler werden mit Blick auf diese Technologisierung. Das kann ich aber jetzt anhand von Daten gar nicht begründen, weil ich die nicht gut genug kenne, sondern das müsste ich jetzt selber erstmal ein bisschen recherchieren. Mein Empfinden ist, dass es eine Verteilung ist. Also je mehr wir jungen Menschen weiß machen, dass man mit 25 Millionär durch Dropshipping sein muss, umso eher werden sie natürlich auch Influencern folgen, die für Dropshipping irgendwas Krasses gerissen haben und diese Influencer finden sich auf TikTok und dann muss man sich da anmelden oder auf Instagram oder wo auch immer, damit man dann sein eigenes 10. Side-Business, das natürlich alle nur 400 bis 500.000 Euro im Jahr abwerfen, dass man das dann auf die Beine stellt. Ja, also das ist ja ein junge Menschen, ich glaube, so weit würde ich schon gehen, junge Menschen sind noch weniger sicher darüber, was sie selbst wollen, selbst machen können wollen, was ihre Wünsche sind im Leben und sind dadurch natürlich auch ein bisschen anfälliger für externe Manipulationen. Wenn du schon selbstsicherer und selbstbewusster im Leben bist, dann bist du nicht frei davon, aber du weißt mehr, wo dein eigener Kompass ist und kannst dann, so wie ich zum Beispiel, sagen, ich habe mich jetzt auf Zeit bei TikTok angemeldet, weil ich das gerne ausprobieren möchte. Da ist aber ein Jahr genau dran und nach einem Jahr lösche ich diesen Account. Das habe ich vorher festgelegt. Ich will das nur erfahren. Ich will nur verstehen, warum dieser Hype um diese App existiert, ne? Und dergleichen. Das ist, weil ich schon selbstsicherer bin, was meine Daten angeht. Andere Menschen sind dann noch selbstsicherer und sagen, bei dem Quatsch mache ich gar nicht erst mit. Ja? Aber wenn ich an mich mit 17 zurückdenke und ich gehöre ja zu einer anderen Generation, dann wäre ich da auch anfälliger gewesen für solche Dinge. Nur das gab es halt da dann noch nicht, diese Technologie. Ich kann es auch nicht mit Daten belegen, aber wir hatten ja vor 8, 9, 10 Jahren schon wirklich intensive Werbekampagnen, sei vorsichtig mit deinen Daten, stell nicht so viel Party und so weiter. Da waren auch viel häufiger die Fehler, so, oh, aus Versehen, ganz Facebook zum Geburtstag eingeladen und so. Das gibt's alles nicht mehr. Ich glaube schon, dass es so eine Art, die Schwarmintelligenz, wie man so mit solchen Dingern generell umgeht, ist gestiegen. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht auch, also das ist ja quasi eigentlich eine generelle Frage, möchte ich TikTok die Daten geben. Wenn es nicht TikTok ist, ist es vielleicht Reels oder YouTube Shorts oder sowas, aber sozusagen ja. Der generelle Umgang ist meines Erachtens schon besser geworden, weil die nicht alle wieder bei Null anfangen, sondern mittlerweile als Schwarm gelernt haben und von,
von der dritten Klasse auf die zweite wurde übertragen, dass nein. Ja. Ja, die digitale Bildung ist natürlich auch, wenn ich jetzt die Schulen meiner Kinder und so weiter, also meiner Tochter in der Schule, das anschaue, da ist die digitale Bildung eine andere. Als ich meinen Eltern gesagt habe, ich würde ganz gerne in Informatik-LK machen, dann war, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Breitenwissen, was man da eigentlich so macht. Und deswegen habe ich das dann nicht gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, da wissen wir noch nicht, ob sich das durchsetzt. Mach mal lieber was anderes, Solides mit diesem Deutsch-Englisch-Mathe-Geschichte. So. Und dieses Internet hat sich dann doch irgendwie durchgesetzt auf wundersame Weise. Und heute bin ich so, dass ich sage, dieser Informatik-LK hätte mir wahrscheinlich gut getan. Ja, echt? Meinen Augen hätte er schlecht getan. Also ich hatte, bei uns gab es gar kein Informatik-LK, aber ich war in der Informatik-Arbeits, wie hieß denn das damals? AG oder sowas? AG, ja. Und das waren halt kleine, also wirklich kleine schwarz-weiße Bildschirme mit einem riesen Kasten dahinter. Damals sogar Macintosh. Mhm. Aber da kannst du ja nichts drauf sehen. Ja, die AG war im Unterschied zum LK tatsächlich nur dazu da, um irgendwie LAN-Partys zu machen. Deswegen habe ich den nicht gemacht, auch wenn ich das spannend fand, aber die habe ich eher privat gemacht irgendwie. Aber ja, du hast schon, also ist ein spannendes Thema, ich würde mich gern tiefer damit befassen, auf jeden Fall, was die digitale Bildung angeht. Ich erlebe nur trotzdem so Dinge wie rund um Drachenlord oder so, diese Stichworte, die trotzdem noch in jüngerer Vergangenheit passiert sind, wo großes sozialmedienbasiertes, ich kenne mich nicht gut genug aus, um jetzt Begriffe um mich rumzuschmeißen, aber auf jeden Fall Massenphänomene, Bashing, Mobbing, keine Ahnung, was da so stattfindet. Und ich meine diese ganzen Twitch-Streamer-Geschichten und so, die es da gibt, wenn plötzlich irgendwelche Streamer auf irgendwelchen Events auflaufen und plötzlich Ausnahmezustände herrschen, das muss ja auch von irgendwoher kommen. Ne? Und ja, deswegen, da bin ich nicht so sicher. Das würde ich mir genauer anschauen. Ja. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Also rund um die Story von Drachenlord gab es eben einen Hype, dass jemand aus einer Szene ausgeguckt wurde und quasi ganz viele Menschen ihn als Opfer auserkoren haben und dann eben extremes Mobbing dort fokussiert auf oder konzentriert auf eine Person stattgefunden hat. Und dieses Phänomen gab es jetzt in der Folge noch viel häufiger. Das hat extreme Implikationen auf die Existenz der Person. Genau, also das einfach nur als Randerläuterung. Du hattest gerade in einer Randbemerkung einen ganz spannenden Aspekt genannt, nämlich, dass die Gen Z nur ein Verkaufsargument sei. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern? Ja, insbesondere das Label halt. Ich habe ja selber auch mal als Gründer von einem Startup für Marketing und Sales und dergleichen war ich zuständig und deswegen bilde ich mir ein bisschen zu wissen, wie Sales funktioniert. Und Sales funktioniert natürlich nicht immer, aber ein ganz breiter Bereich von Sales funktioniert darüber, dass man vor irgendeiner Zukunftssituation Angst macht durchaus, die vielleicht so in der detaillierten Form gar nicht berechtigt wäre oder angemessen wäre. Und dann natürlich selber die eigene Lösung als Lösung vor dieser Angst oder als Lösung für diese Herausforderung anbietet. Doom and Gloom Sales heißt das. Und deswegen muss man natürlich immer wieder durch so einen Doom and Gloom Cycle durch. Ne? Und was ist besser dafür geeignet? Wahrscheinlich sind ganz viele Themen gut dafür geeignet, aber ein Thema ist natürlich, oh mein Gott, ihr versteht diese neue Generation nicht. Und das Tolle ist, Generationen kommen ja mit jeder Generation wieder neu. Das heißt, du hast ein never ending flow of Argumenten, warum du jetzt Lösungen verkaufen kannst. Ja, und kannst immer sagen, Generation Z, das nächste, das nimmt ja schon Anlauf, ist dann Generation Alpha, das sind schon wieder die Jüngeren. Ja? Die verstehen wir jetzt auch wieder gar nicht. Und dann kommen wahrscheinlich Beta und dann geht man so durch wieder durchs, also hat man ja jetzt stetigen Lauf nochmal von 26 Jahren, wo man jedes Mal wieder 26 Generationen, das ist ja ein Lauf von mehreren hundert Jahren Sales dann, ne? Also läuft. Würde ich sagen. Muss halt das ist jetzt erstmal das polemische Eingangsargument. Ja. Ja, du musst halt aufpassen, dass die Buchstaben dir nicht ausgehen. Das ist korrekt, aber du kannst dann immer wieder
von Anfang an wieder loslegen, ja, dann ist ja das alt genug, dass man das wieder verwenden kann, weil die Menschen sind ja dann zumindest nach normalen biologischen Zyklen verstorben, kann man ja irgendwann wieder anfangen. Ja. Das heißt, das geht dir eigentlich nicht aus. Das geht dir nicht aus. Mein Kernpunkt dabei ist aber eigentlich wirklich datenfundiert. Ich differenziere zwischen jungen Menschen und irgendwelchen stereotypen Behauptungen, dass alle jungen Menschen einer gewissen Geburtsjahrgangsrange dieselben Wertvorstellungen, Ziele, Präferenzen und dergleichen haben. Und das wird uns mit diesen Generationsbegriffen, und Gen Z ist einer davon, der gerade sehr viel Unwesen treibt, wird uns suggeriert. Und die Daten zu Generationen, die wir wirklich valide und fundiert haben, davon haben wir leider nur die wenigsten, die zeigen halt eigentlich immer, dass die Verschiedenheit in einer Generation größer ist, bezogen auf Werte, Ziele, Präferenzen, Wünsche etc., Normen, als die Verschiedenheiten zwischen verschiedenen Generationen. Die geteilte Korrelation, die geteilte Varianz zwischen Generationen ist immer höher als die geteilte Varianz innerhalb einer Generation. Und da kommen ExpertInnen, zu diesen Ergebnissen kommen ExpertInnen der Generationenforschung und nicht der Daniel. Und wenn man diese Forschung liest, dann müsste man eigentlich jeden Satz sofort hinterfragen, der beginnt mit die Gen Z, weil die gibt es nicht. Sondern es gibt Angehörige einer gewissen Geburtsrange und die haben eine ganz riesige Varianz an Wünschen, Normen, Vorstellungen, Werten etc. Wenn man allerdings sagt, junge Menschen möchten wir besser verstehen, weil die vielleicht in einem anderen Digitalisierungskontext groß werden, weil die vielleicht mit anderen Herausforderungen oder mit anderen Arbeitsmarktgegebenheiten konfrontiert sind und wir möchten besser verstehen, warum wir junge Menschen in ihrer Vielfältigkeit verstehen können und wie wir sie dann einbinden können in unsere Unternehmen und in unsere Talentstrategien, bin ich komplett dabei. Halt nur nicht unter diesen stereotypen Labels, die uns nahelegen, dass wenn wir jetzt nur auf flexibles Arbeiten setzen und dergleichen und so, dann sind wir auf jeden Fall wieder ganz vorne mit dabei mit allen diesen jungen Menschen. Und das wird halt suggeriert, ja. Und das ist, da muss man sich nicht wundern, wenn das nach 4 Jahren nicht funktioniert hat. Ja. Das wird vor die Wand fahren, wenn man das so macht. Es geht um Personalisierung von Angeboten in jeder sogenannten Generation. Und um das herausfinden und verstehen, dass ein 20-Jähriger, der jetzt schon eine vielleicht schwerstkranke Mutter pflegen muss, andere Herausforderungen hat als ein 20-Jähriger, der das nicht muss, dann hat das mit der Generationenzugehörigkeit, kann man nichts anfangen in dem Moment, sondern man muss personalisieren und die Lebensrealität der jungen Menschen verstehen und auch die Verschiedenheit verstehen und dann Angebote machen, die dazu passen. Aber ist es nicht so eine Art gewünschte Vereinfachung für Leute, das einfach so in Schubladen zu schieben. Ne? Also auf der einen Seite, ne, der Opa, der vom Krieg erzählt und sagt, früher war alles besser, ne? Aber auf der anderen Seite auch quasi dieses, ich nenne es jetzt mal Cluster, ja? Das sagt, ihr wisst eh gar nicht, wie wir ticken. Ja? Ihr habt gar keine Ahnung davon, was bei uns abgeht. Absolut. Ich meine, das sind ja nicht nur, sage ich jetzt mal, Anbieter von Softwareprodukten oder irgendwie Beratungsdienstleistungen oder so, sondern es ist ja auch VertreterInnen der Generation selbst, die dann nach vorne gehen und sagen, ihr versteht uns gar nicht, wir sind so. Die missverstehen das genauso. Ja? Also das ist auch eine genauso falsche Aussage der Angehörigen dieser Generation. Aber wenn ich jetzt schaue, ich als 82er-Jahrgang gehöre ich ja bestimmt auch in irgend so ein Ding. Und wenn ich mir dann anschaue, was ich alles für Werte haben soll, laut dieser Zugehörigkeit, viele davon habe ich wahrscheinlich nicht. Ja? Und ich bin sehr überrascht, dass dann auch ganz große VertreterInnen dieses Themas durchaus sehr klassische Familienwerte wieder haben. Ja? Wenn man so in deren eigenen Post-Historie dann mal ein bisschen nachforscht und so weiter. Wenn man dann aber schaut, was diese Generation Z alles für Werte haben soll, dann sind das vor allem sehr flexible Werte häufig, die gerade mit Blick auf Familie und so weiter dann nach vorne getragen werden oder ganz neue Konzepte, moderne Familienkonzepte und so weiter. Also ich lebe in einem riesigen Patchwork. Kind aus erster Ehe, jetzt weiteres Kind mit der neuen Partnerin,
und ganz komplexe Familienstrukturen, gehöre aber nicht in diese neue Generation, brauche aber ganz viel Flexibilität von Seiten meines Arbeitgebers, um mein Leben irgendwie managen zu können, gemeinsam mit meinem Berufsleben. Und ich gehöre voll zu denen, die sagen, ja, Flexibilität super, gehöre aber nicht zu dieser Generation. Also ich muss ja sagen, ich glaube, da herrscht einfach ein großer Denkfehler. Also ich kann total verstehen, dass man diese Kohorten bildet. Finde ich auch nicht total unlogisch und ich glaube, du bist ein Y. Aber die Art und Weise, wie verglichen wird und was da verglichen wird, ist halt Kappes. Weil ich sehe schon Unterschiede, wenn ich jetzt die Generation Z sehe, mir angucke und die mit den Babyboomern zur selben Zeit vergleiche, dann gibt es ganz andere Handlungsoptionen für die Babyboomer von damals, als die so alt waren wie die Generation Z jetzt, konnten andere Entscheidungen treffen, hatten aber auch weniger Möglichkeiten und so weiter. Und wenn du das darauf projizierst, was ist sozusagen mein Handlungsumfeld, mein Radius, in dem ich was tun kann, wie kann ich agieren und welche Entscheidungen treffe ich darauf, ist es schon so, dass wenn ich mit meinem CEO sage und der sagt, früher, damals habe ich das ganz anders entschieden. Ja, das ist klar, du hast auch in einer anderen Welt entschieden. Und dann kann ich sagen, die Generation heute, muss gar nicht Z oder Y oder so sein, die ist in einem anderen Becken. Und in diesem anderen Becken gibt es andere Möglichkeiten und Variationen. Ich würde das gar nicht auf diese Werte schieben, weil die, was man ja auch, also sehen wir manchmal auch, nicht immer, aber wenn man bei unseren Studien bestimmte Filter einstellt, ja, dann hast du eine höhere Ähnlichkeit von zum Beispiel IT und BWL als zum Beispiel an ein Hamburg-Studierender versus ein Berlin-Studierender. Also es gibt plötzlich so absurde Dinge, wo du denkst, hä, wieso sind die, ja, du hast halt die richtigen Filter gewählt und diese Generationen sind sowieso so unterschiedlich, dass du auch halt Ähnlichkeiten zwischen Fachbereichen findest, die du vielleicht nicht vermuten würdest. Absolut. Die Frage ist immer, inwieweit manifestieren sich diese Unterschiedlichkeiten der Lebensrealität, der damaligen und heutigen Lebensrealität in tatsächlichen Werthaltungen, Grundeinstellungen, Normen und so weiter? Oder ist es einfach Verhandlungsmacht und liegt eher als kleiner Filter über den Verhaltensmöglichkeiten, aber ist nicht verinnerlicht in Form einer Norm oder eines Wertes oder dergleichen? Das sieht man heute sehr genau daran, wenn man sich dann global damit beschäftigt. Wir sind jetzt in einem Markt, der von teilweise Knappheit, einem Arbeitsmarkt, der von Knappheit in bestimmten Berufsfeldern etc. Gekennzeichnet ist und vielleicht auch für die nächsten Jahrzehnte noch mal ein Stück weit gekennzeichnet bleibt. Aber wenn ich unsere Daten anschaue und mir anschaue, wie der Arbeitsmarkt in Indien oder in China ist, das sind ja völlig andere Nummern mit Blick auf die Möglichkeiten und die Verhandlungsmacht, die einzelne Person da hat, wo die bevölkerungsreichsten Jahrgänge, die jungen Jahrgänge sind, ja, und du auf einen ganz anderen Arbeitsmarkt gehst. Das heißt, aber die gehören laut Definition ja auch zu der Gen Z, also die jetzt jungen Inderinnen und Inder gehören auch zur Gen Z, aber wenn du denen mit diesen Werten kommst und da sind die Integrationsaufgaben des indischen CEOs, sage ich jetzt mal, oder der indischen CEO, eine ganz andere, obwohl sie es mit derselben Generation zu tun haben. Und deswegen ist es für mich, insbesondere kombiniert mit so einem Alarmismus, das ist für mich das größte Problem eigentlich daran, dass man dieses so, ey, wenn ihr das jetzt nicht macht und uns dafür Geld gebt, dass wir das für euch machen, dann seid ihr abgehängt. Und das ist für mich, wenn ihr jetzt junge Menschen nicht versteht, aber das gilt in jedem Jahr oder in jedem Jahrgang. Und nicht eure Angebote zielgruppenspezifisch ausspielt und ausgestaltet und personalisiert, dann kann es schon passieren, dass man gewisse Menschen nicht dazu bewegen kann, im eigenen Unternehmen zu arbeiten. Ja. Aber das hat nichts mit der Generation zu tun, sondern mit dem mangelnden Verständnis für junge Menschen und deren Vielfalt und nicht deren Stereotype. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, don't believe the hype. Vieles ist, was die Generation Z betrifft, einfach nur Marketing-Sprech und gehört eher so zur Qualität Kalenderabreißsprüche, richtig? Absolut. Und als Datenonkel würde ich immer sofort sagen, schaut in eure eigenen Daten rein, macht eine Cluster-Analyse eurer Recruiting-Daten bei jungen Menschen
nach Alter gefiltert und schaut euch an, was brauchen die in ihrer Vielfalt und wie könnt ihr zielgruppenspezifisch eure Angebote aussteuern. Also ist auf jeden Fall nicht die Folge, beschäftigt euch damit nicht, nur nicht unter so einem Stereotypen-Label in der Grundannahme, dass man, wenn man bestimmten Werten folgt, gleich alle mit abfrühstückt. Das wird nicht passieren und ich glaube, Unternehmen gehen ganz viele tolle Talente durch die Lappen, wenn sie sich auf solche Stereotypen, Hype-Sprüche und Kalendersprüche einlassen. Ein anderer Kalenderspruch, von dem ich wahrnehme, dass er dich auf LinkedIn ganz häufig triggert, ist dieses Zitat, train for skills, hire for attitude. Absolut, ja. Aber das ist mir auch wichtig zu sagen, dass mir geht es eher darum, was ich häufig in verschiedenen Unternehmen, in denen ich ja dann auch als Speaker oder so mal zu Gast bin oder so, ne, was ich da höre, was dann daraus gemacht wird. Grundsätzlich, dass man Fähigkeiten trainieren kann und Einstellungen vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben nicht mehr so gut trainierbar sind, das kann ich ja noch mitgehen. In der Absolutheit gehe ich das nur wieder nicht mit. Also you can always train skill, glaube ich eben nicht. Also wenn du einen gewissen Humus an Fähigkeiten nicht irgendwo gelegt hast in deinem Leben, wird das schwierig, das alles nochmal nachzuholen in Begleitung deines Berufslebens. Ein Riesen-Act. Ja? Und das kannst du eben nicht einfach mal eben wie so eine Gießkanne über die Person gießen und dann kannst du always train skill. Ja, wenn das so wäre, dann könnten wir jeden Menschen, der in Zukunft durch Technologie vielleicht Teile seines Jobs einbüßt, einfach zum Programmierer machen. Das ist aber nicht möglich. Also realistisch ist das nicht möglich. Ja, genau. Wenn wir bei Neuralink ankommen, dann wird das wahrscheinlich irgendwann möglich sein. Und das andere ist eben, was ich eben häufig sehe, ist, dass das dann zu so einem Mantra gemacht wird, das tatsächlich vor sich hergetragen wird, mit der Überzeugung, dass es wichtiger ist, auf Attitude zu hiren, als auf Skill. Und das sehe ich halt nicht ein. Also ich glaube, einen gewissen Schwellenwert an Fähigkeiten braucht es für jede Tätigkeit. Und basierend oberhalb dieses Schwellenwerts, da kann es dann durchaus Skill-Gaps geben und die wird man sicherlich schnell erfüllen, wenn jemand die richtige Einstellung mitbringt und gerne lernt und ganz motiviert ist und so weiter. Da gehe ich sofort mit, keine Frage. Aber dieses überhöhte Mantra, ja, wir gehen hier nur nach Attitude und so, und ich höre das wirklich tatsächlich in genau dieser Form. So, nee, also Skills, wir gucken gar nicht mehr auf den Lebenslauf und so weiter. Dann bist du ganz schnell im Bauchgefühl, dann bist du ganz schnell im, das weiß ich ja eh, wer hier passt und so weiter und so fort und dergleichen. Und das ist wirklich für mich, also da, das ist eine Slope, die ich nicht gern runtergehen würde, weil das nämlich eine Sache verwässert, die Fähigkeiten der Menschen. Das würdigt die total herab, wenn jemand sich Mühe gibt, Fähigkeiten zu erlernen und dergleichen, ja, und du sagst dann einfach so, ja, we don't hire for skills, sorry. Ja, also das geht mir voll auf den Nerv, weil die Menschen sich angestrengt haben, sich gewisse Fähigkeiten draufzupacken. Und auch Interesse und auch Lerneinstellung gezeigt haben, das vielleicht nebenberuflich zu erlernen und sich weiterzubilden und so weiter. Und dann kommt einfach einer daher und sagt, ja, Attitude ist ja wichtiger. Nee, das sehe ich eben nicht so. Also da bin ich echt Team Skill erstmal und dann gerne Einstellung. Wunderbar. Daniel, worauf können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schicht im Schach bei deiner Keynote freuen? Also worauf sie sich freuen können, ist genau vielleicht diese Art von Energie, die jetzt zwischen uns hier schon rüberkommt. Der Versuch, immer wieder hinter den Hype zu schauen. Und das eben in diesem Fall mit dem Hauptthema, wie können wir Technologie sinnvoll im Recruiting und in der Talentakquise in der Zukunft nutzen? An welchen Stellen brauchen wir Technologie? An welchen Stellen vielleicht bewusst nicht? Und was müssen Recruiterinnen und Recruiter der Zukunft über Technologie verstanden haben, damit sie zusammen mit den Hiring-Teams und mit den Recruiting-StrategInnen sauber entscheiden können, an welcher Stelle des Recruiting-Funnels setzt man sinnvoll Technologie ein und wo auch nicht. Und das vielleicht sogar zielgruppenspezifisch, dass man für die eine Zielgruppe sehr viel auf Technologie setzt, für die andere nicht so sehr und für die dritte vielleicht so mittel, aber an ganz anderen Stellen vielleicht nur am Anfang vom Funnel und für die nächsten dann wieder nur in dieser toten Zeit zwischen Vertragsunterschrift und erster Tag der Arbeit irgendwie so, ne, dass man da in diesem Pre-Boarding-Bereich, dass man dann für bestimmte Zielgruppen nur da auf Technologie setzt und dann eben auch konkret an Beispielen, auf welche konkreten Technologien man heute vielleicht schon setzen kann oder was man verstanden haben muss aus meiner Sicht oder dergleichen, um das zukünftig, ja,
gut mit zu unterstützen in Unternehmen. Daniel, wir freuen uns, wenn du am 5.5. zurück in deine alte Heimat kommst. Vielleicht auch irgendwann dauerhaft. Absolut, ich freue mich auch. Große Standorte im Ruhrgebiet. Ne? Vielleicht wird es ja das noch was. Das ist korrekt. Ja. Nein, wir freuen uns extrem auf deine Keynote bei der Schicht im Schacht. Freuen uns, wenn du zu Gast bist. Bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit. Danke für den Podcast hier. Und ja, vielleicht können wir dann nochmal dieses Thema Kausalität und Korrelation im Detail erläutern. Da gibt es doch bestimmt ein T-Shirt. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Aber mit Sicherheit, da gibt es ganz viele. Ich habe sogar Sticker auf meinem Rechner. Aber nee, also ich freue mich auch riesig dabei zu sein und in meine Heimat zu kommen. Und gerade auch in deinem Setting und so weiter so viel von dem Ruhrpott-Flair auch mit aufzunehmen, freue ich mich riesig drauf. Wird ein Riesending. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden. Ciao. Ciao. Servus, ciao.